Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der Nur, eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play mit mir, dem Jan. Und zwar spiele ich hier Horizon Zero Dawn, wie man hier sieht. Und ich fange jetzt ein neues Spiel an. Aloy! Aloy! Lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Eine Geschichte aus der Vergangenheit. Geh in die Höhle hinein. Ratten. Ja. Wo denn? In die Höhle rein. Hier? Ziemlich eng, aber ich passe durch. Wo geht's da lang? Klettern geht nicht. Okay, das wäre der gleiche Weg gewesen. Ich wäre auf jeden Fall hier ausgekommen. Es muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Ja. Wo muss ich denn hin? Da durch die Schlitz wahrscheinlich. Da geht's eh nicht lang. Hier gibt's wahrscheinlich eh nur den einen Weg jetzt. Ross sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Okay, hier kann ich nicht hochklettern. Das sind die Fledermäuse, die man so hört. Was ist das? Da würde ich gerne hin. Ja.
Da geht's nicht lang. Also. Da vorne ist irgendwas. Hier ist auch irgendwas. Aber da komme ich nicht hin. Noch nicht. Was ist das? Ein Toter. Ja, ein Toter. Da glänzt doch etwas. Lichter! Überall! Wie macht es das? Finde einen Ausweg. Ja, wahrscheinlich da, wo die Füße hingehen, ne? Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Brandschutztür verstärkt. Verschlüsselungsintegrität erhalten. Ach so. Ich muss da irgendwie rein. So, jetzt kann ich hier was machen? Ein Farbwechsel. Farbwechsel. So. Da hinten ist was. Da komme ich aber nicht hin. So wie die letzten Mal davor. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Ist hier irgendwie noch was? Ja, nee.
Okay, zurück komme ich nicht mehr. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber, gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Okay. Da liegt auch jemand. Aber der hat keine Geschichte. Da aber. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Okay, der hat sich wohl erschossen. Ach nee. Das war's hier, oder? Ja. Wieder nach oben? Hä? Da. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier? So, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Warum sind Sie hier gestorben? Was ist passiert? Okay, da hinten geht's weiter. Wo geht's hier lang? Ach, es ist quasi der gleiche Weg. Für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Jana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Okay. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Tja. Den kann man nicht scannen, der Ofenboden da. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche, weißt du? Als die Tür
dagestanden hast. In diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln. Ich musste wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Sonst noch wer? Nee. Eloy! Eloy! Bist du da unten? Er ist da! Rust hat mich gefunden! Hier unten! Ich komme! Ich komme! Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. So, dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.